Ein herzliches Willkommen, liebe Waage, zu deinem Taroskop mit Ella. Wir sind im Monat Februar und wir sind bei der Liebe. Wir schauen uns an, welche Energien im Monat Februar für dich in der Liebe vorherrschen, was du beachten solltest, worauf du ja vielleicht verzichten solltest. Und du schaust dir an, ob das für deine Situation passt, denn es ist ja eine allgemeine Legung. Es kann und wird nicht auf jeden passen, deswegen nimm dir das raus, was für dich hilfreich ist und lass das, was nicht hilft, bitte weg. Wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht, dann lass es. Dann ist es auch nicht so schlimm. Also wichtig ist, dass du dich wiederfindest. Schauen wir mal, was wir für dich haben im Monat Februar. Die erste Karte, die wir haben, ist die Situation in der Liebe, wie sie sich darstellt. Das nächste ist, was passiert in dieser Situation. Dann haben wir die Hoffnung, die du damit verknüpfst. Wir haben die Erwartungen, die dein Gegenüber an dich stellt, also dein tatsächliches Gegenüber oder dein potenzielles. Die versteckten Faktoren, also das Unbewusste, was dir nicht bewusst ist. Dann haben wir die nahe Zukunft und den Ausgang im Monat Februar. Dazu ziehen wir noch eine Engelkarte von Doreen Virtues Engelkarten und schauen mal, was wir da haben für dich. Aber das machen wir zum Schluss. So, als erstes gucken wir uns erstmal an, was die Karten so aussagen und gehen dann mit einem zweiten Kartendeck noch mal ein bisschen ins Detail, damit wir mehr erfahren. Also, die Situation in der Liebe für die Waage im Monat Februar ist der Tod, ist die Veränderung. Das heißt nicht, dass die Beziehung tot ist, das heißt Transformation. Also es kann bedeuten, zwei Leute, die zusammen wohnen, verloben sich oder ziehen um. Ne? Also Veränderung in der Beziehung, in der Liebe. Oder insgesamt in der Liebe, du bist Single und hast plötzlich, ja, findest jemand ganz anderen toll als deine ursprünglichen, ja, ich sag mal, Präferenzen. Also du änderst deine Präferenzen in Sachen Liebe. Sowas zum Beispiel. Was passiert im Februar? Der Stern. Der Stern ist das Prinzip Hoffnung, ist auch die Wassermann-Karte, also könnte sein, dass ein Wassermann dir über den Weg läuft und dir gut gefällt, ist auch die Karte der Hoffnung und natürlich, dass du ruhig nach den Sternen greifen sollst. Also mach ruhig das Unmögliche möglich. Die Hoffnung, die du damit verbindest, ist die Königin der Stäbe. Das ist Feuerenergie. Das kann in deinem Horoskop sein, das kann eine Person sein, ja. Wir haben auf jeden Fall da eine Feuerenergie, das wären Widder, Löwe oder Schütze. Dann haben wir die Erwartungen, die an dich gestellt werden. Das ist die Drei der Kelche, Party. Naja, es gibt schlimmere Erwartungen, würde ich sagen. Ne? Also ja, lustig zu sein, mitzumachen, das ist doch schon mal sehr schön. Die versteckten Faktoren, also das, was dir nicht bewusst ist und auch deinem Gegenüber nicht. Da haben wir die Königin der Münzen. Das heißt Erdenergie, Stabilität und Sicherheit. Das heißt, euch beiden ist wichtig, dass ihr was, ja, zu bieten habt. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Die nahe Zukunft im Februar ist Königin der Kelche und das bedeutet halt auch Gefühl, sich kümmern. Ja? Also in der Beziehung kann das sein, dass man sich jetzt mehr umeinander kümmert. Und das kann ja auch ganz schön sein. Als Single, dann solltest du vielleicht ein bisschen Gas geben, um denjenigen, diejenige zu erobern. Ausgang. Wir haben den Ritter der Münzen. Das ist langsame, aber stetige Energie Richtung Erfolg. Das ist auch wieder Erdenergie und bedeutet halt, dass es langsam geht, aber dass es auf jeden Fall erfolgreich sein wird. Und das ist ja schon mal sehr schön. So, was ist der Tod, die Veränderung für die Waage im Monat Februar? Gleichmäßigkeit, die 6 der Münzen und der Stern. Das heißt, ausgewogenes Geben und Nehmen verändern sich. Vielleicht wirst du freigebiger oder du erhältst mehr oder hast die Möglichkeit mehr zu geben, denn der Stern bedeutet auch Überfluss, sag ich mal. Was passiert? Wir haben den Stern, wir haben den Überfluss. Hierophant könnte eine Ehe sein.
und König der Schwerter ist deine Energie. Kann auch bedeuten, dass du ja ganz klar deine Grenzen setzt, was du in der Liebe möchtest, woran du glaubst, woran du weniger glaubst und ja, dass du dich äußerst dazu, dass es Kommunikation gibt, das passiert, dass du vielleicht auch sagst, was dir nicht gefällt. Die Hoffnungen, die du hegst, haben mit einem Feuerzeichen zu tun oder sind eben Feuerenergie. Wir haben den Wagen, das ist das Krebsenergie, Wasserzeichen, Gefühl. Der Wagen geht nach vorne, ist auch ein Erfolgsgarant und wir haben die Sieben der Schwerter. Kann bedeuten, dass du nicht sagst, was du denkst, was du fühlst und was du hoffst. Vielleicht hast du Bedenken, dass das nicht so angenommen wird, wie du dir das erhoffst. Oder dass du vielleicht denkst, dass die Person das ablehnen könnte. Wir haben dann die Erwartungen deines Gegenübers, das ist die drei der Kelche. Wir haben den Konflikt und wir haben die acht der Kelche. Okay, ich glaube, dass dein Gegenüber erwartet, wenn du zu viel feierst, dann gibt es Konflikte und die Sache geht auseinander. Obwohl dein Gegenüber halt erwartet, dass du, ich sag mal, gesellig bist. Aber vielleicht hat dein Gegenüber, dein Partner, deine Partnerin auch Angst, dass du weggehst. Wenn du Single bist, dann bedeutet das, dass du durch diesen Partymarathon nicht unbedingt direkt jemanden findest, sondern dass du dich wirklich auf den Weg und auf die Suche machen musst. Die unbewussten Dinge sind halt die Königin der Münzen. Wir haben die Fünf der Münzen und wir haben den König der Stäbe. Okay. Wir haben wieder diese Feuerenergie. Wir haben die Fünf der Münzen. Das heißt, du hältst erstmal hinterm Berg mit dem, was du hast. Du gehst nicht protzen mit dem, was du zur Verfügung hast. Du würdest das nicht, ja, ich sag mal, nach vorne stellen. Du würdest halt eher deine eigene feurige Energie nach vorne stellen, also deinen Charakter, deine Art und Weise. Ich glaube, du hast vielleicht auch ein bisschen Feuer in deinem Horoskop. Du möchtest nicht, dass man weiß, dass es dir gut geht. Also finanziell und so meine ich, dass das ein Punkt ist, der einem anderen wichtig sein sollte. Nahe Zukunft ist die Königin der Kelche sich kümmern. Wir haben eine Drei der Münzen. Und wir haben eine Unbekannte. Das kann auch bedeuten, dass du dich um jemanden kümmerst, der sich allein nicht helfen kann, weil du nicht alleine bist mit den drei der Münzen und dass da etwas ist, was dir noch nicht bekannt ist. Okay, vielleicht engagierst du dich auch in einer Gruppe irgendwo, anderen zu helfen. Aber das ist jetzt noch kein Thema, das ist noch unbekannt. Okay. In der Beziehung ist das einfach ein Engagement auch füreinander, aber auch in einer unbekannten Sache. Das kann auch, ich sag mal, irgendwas sein, wohltätige Zwecke zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit, ne? Wir haben den Ritter der Münzen, langsam aber stetig zum Erfolg, Kraft und Kommunikation. Das ist sehr gut. Also ich denke mal, dass du mit einigen Dingen nicht so hausieren gehst, das ist erstmal dein Einkommen, das, was du zu bieten hast. Ich sag mal jetzt an finanziellen Dingen, ob du ein Mann bist oder eine Frau, spielt keine Rolle. Du möchtest nach vorne, das ist deine Hoffnung, aber du hast Angst, dass du vor die Pumpe läufst, dass du irgendwo ja nicht das erreichst, was du möchtest. Und du bist ja ein Sternzeichen, das gerne harmonisch lebt, deswegen wirst du dich wahrscheinlich nicht trauen. Dann haben wir hier Feiern, wir haben Konflikt und wir haben, ja, vielleicht verabschiedest du dich auch davon, irgendwelche Dinge zu tun, alleine oder mit Freunden, um des lieben Friedens willen zum Beispiel. Die versteckten Faktoren sind hier die Königin der Münzen, die Fünf der Münzen und
der König der Stäbe. Das ist das, was ich sagte. Ich glaube, du zeigst nach außen hin deine feurige, elegante Natur und nicht, dass du wohlhabend bist. Das finde ich auch okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Du musst ja niemandem auf die Nase binden, wenn es dir gut geht. Die nahe Zukunft ist die Königin der Kelche, die drei der Münzen und der Mond. Ich glaube, dass du dich für irgendwas engagierst. Etwas für wohltätige Zwecke oder so. Und der Ausgang ist der Ritter der Münzen, langsam aber stetige Energie mit Kraft und Kommunikation. Und in der Liebe ist die Kommunikation ja sowieso das A und O. Das wirst du dann wahrscheinlich, wenn du in der Partnerschaft bist, mit deinem Partner, deiner Partnerin besprechen. Gucken wir, was die Engel der Liebe sagen. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Okay, das ist für die Singles gerade wichtig. Guck nicht immer nach einem bestimmten Muster, sondern lass dich einfach mal überraschen. Diese Karte, die ich jetzt gezogen habe, die habe ich, glaube ich, schon für die Hälfte aller Sternzeichen gezogen, nämlich Geduld. Ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Ja, Geduld. Ich sag ja, es geht langsam. Ritter der Münzen hatten wir ja hier. Und das hier, das geht langsam, das dauert, kostet Kraft und bedeutet auch kommunizieren. Und wie gesagt, Kommunikation ist in der Beziehung das A und O. Und ja, wenn du Single bist, dann kannst du dich ruhig mal aufgeschlossen anderen Typen in Anführungsstrichen zeigen. Und Geduld haben. Das ist sowieso immer, dieses Timing ist immer sehr schwierig nachzuvollziehen, ja, für denjenigen, den es gerade betrifft. Aber im Nachhinein wird einem klar, dass man Zeit braucht, eine andere Person gut kennenzulernen, die Person ja auch ins Herz zu schließen, eine Freundschaft zu schließen und dann mehr daraus erwachsen zu lassen. Das dauert halt seine Zeit, das geht nicht so schnell. Und wenn du in einer Beziehung bist, das ist genauso viel Arbeit, weil da verändert sich ja auch immer irgendwas an den Umständen, an den äußeren Einflüssen und dann muss man auch daran arbeiten. Also Beziehung ist so oder so immer Arbeit. Wenn du keine Arbeit willst, musst du Single bleiben. Ja, und selbst dann hast du genug an der Backe, worum du dich kümmern musst. Also Geduld, offen bleiben, kommunizieren, sprechen, zusammenhalten, ja, und ruhig auch mal sagen, was du möchtest. Also du musst ja niemandem damit auf die Zehen treten, aber du musst auch nicht hinterm Berg halten, wenn du irgendwelche Wünsche hast. Ja. Äußere die deinem Partner ruhig gegenüber oder deinem neuen Partner, deiner neuen Partnerin, wie auch immer. Ja, ja, meine liebe Waage, das ist so das, was dich im Februar erwartet. Ich bin gespannt und würde sagen, wenn ich dir damit ein bisschen helfen konnte, dann bitte ein Däumchen hoch, das hilft dem Kanal, ich danke dir. Und natürlich deine Kommentare, inwieweit das hilfreich für dich ist. Ja, dann bin ich gespannt, was du sagst, inwieweit das umsetzbar ist für dich und wünsche dir natürlich nur das Allerbeste und wir sehen uns dann für die Liebe im März. Bis bald. Tschüss.